Moin, Norbert hier von Bullet Bike. Wir sind heute bei den Cargo Bike Lovers und ich wollte euch mal ein ganz besonderes Rad vorstellen. Das ist ein Rad, was ein Mitarbeiter der dänischen Armee bekommt. Deswegen haben wir hier die Farben passend zum Rahmen auch in der Felge mitgepulvert, haben den Gepäckträger mitgepulvert und die Streben auch dazu. Haben hier ein 27,5 Zoll Hinterrad mit drin und eine Steckachse. Dazu ein C19 Getriebe vom Pinion in Verbindung mit dem Neodrive Motor. Große CT-Bremsen von Magura mit einem größeren Reservoir, damit die nicht so schnell Luft ziehen und nicht so schnell entlüftet werden müssen. Dazu ein Jones-Lenker mit 0,5 Zoll Rise, Supernova-Scheinwerfer mit Fernlicht. Und Besonderheit hier noch bei dem Rad, hier haben wir mehrere Zoösen angebracht. Die sind hier über die ganze Ladefläche verteilt bis hinten hin, weil der Kunde möchte gerne hier, ich weiß jetzt nicht, ob er eine Flak darauf machen will oder was auch immer. Wahrscheinlich für irgendwelches Gepäck, was er darauf schnüren möchte. So, jetzt sieht man auch das große Rücklicht. Wir haben jetzt beide Rücklichter. Wir haben in dem Fall, wenn er vielleicht ins Gefecht geht oder was auch immer er vorhat, haben wir hier die Möglichkeit, durch einen Stecker am Gepäckträger, dass er den Gepäckträger wegnehmen kann. Dann hat er hier nochmal das Licht in der Sattelstütze und kann mit kurzen Handgriffen den Gepäckträger halt wegnehmen. Ja, ansonsten haben wir nochmal hier unten den Akkukasten unter der Ladefläche. Ja, schönes Rad eigentlich. Der Kunde hat sich halt für ein Pinion Bullet auch entschieden, aus dem Grund, er wollte es halt sehr wartungsarm haben und entsprechend leise auch. Und der Neodrive-Motor macht halt keinerlei Geräusche, sodass er sich vielleicht besser anschleichen kann mit dem Rad, was auch immer. Das ist tatsächlich das erste Rad mit so einer Rundumlackierung. Felgen und so, das haben wir schon mal gemacht, dass wir Felgen mitlackiert haben. Aber hier auch wirklich der Gepäckträger und auch ja, das ganze andere, was noch mit dran ist, mit diesen Ösen da angeschweißt. Das war schon ein Haufen Arbeit. Hier in der Mitte haben wir auch noch mal einen vierten Flaschenhalter mit angeschweißt, weil er, weiß ich, in eine Wüste fahren will oder was auch immer damit. Der will da halt vier Flaschen anbringen. Letztes Jahr war das weiteste Rad, was wir geliefert haben, das ging an eine Brauerei in den Pyrenäen. Das war auch ein Pinion Bullet, allerdings ohne Motor, was ich sehr sportlich finde in den Pyrenäen. Da mit dem Bullet umherzufahren ohne Motor, und vielleicht mit einem Fass Bier drauf, ist schon sportlich. Wenn ihr auch so ein spezielles Rad haben möchtet, dann meldet euch telefonisch oder per Mail bei uns. Ihr findet uns in Bremen oder auf Messen, auf der Eurobike, Cycling World Düsseldorf, werden wir auch zugegen sein. Meldet euch gern. Wie sich vielleicht rumgesprochen hat, machen wir nicht nur Bullets, sondern auch Tenno 7 beispielsweise, Omnium, Schof und Jensen, Velo, Maniac Insane, das war's. Und hier haben wir ein schönes Beispiel für ein schickes Omnium. Da haben wir mal ein bisschen uns verwirklicht sozusagen. Hope-Teile in Orange an dem Titan Omnium. Bremse, weil es gut zu dem Titan passt, haben wir eine Magura MT8 rangenommen. Ein schönes, leichtes Rad. Halo-Felgen und passend zu den orangenen Hope-Komponenten auch die Continental-Kontakt mit den orangenen Schriftzügen. Und als Besonderheit auch die den Lupine-Scheinwerfer in Orange, den es in einer kleinen limitierten Auflage auch gab. Das ist der Scheinwerfer Nummer 45, glaube ich. Die sind alle nummeriert auch. Genau, wenn euch nach sowas dürstet, meldet euch gern bei uns. Ciao.